Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Diese Woche haben wir wieder die UEFA Top-Spiele und wie ihr es von mir gewohnt seid, werde ich euch da natürlich eine günstige Lösungsmethode mit an die Hand geben. Insgesamt bekommen wir Packs im Wert von über 70.000 Coins und wir bezahlen dafür zum aktuellen Zeitpunkt, und das ist eigentlich sogar ein ungünstiger Zeitpunkt, circa 22.000 Coins. Deswegen wartet noch ein bisschen, denn ohnehin, es lohnt sich nicht, diese Packs zu öffnen, denn es ist nichts in den Packs. Abgesehen natürlich von den Team of the Week-Karten und den üblichen, ja, Goldspielerkarten. Und deswegen wartet noch auf das kommende Foot Captains Event, welches vermutlich ab Freitag 19 Uhr starten wird. Also einfach mal kurz die Füße stillhalten, es lohnt sich. Wie gesagt, Packs im Wert von über 70.000 Coins und das, ja, für einen Bruchteil dafür. Und die Packs sind sogar tradable. Wenn ihr wollt, könnt ihr jeden Spieler, den ihr dort drin seht, auf dem Transfermarkt verkaufen. Dann würde ich sagen, starten wir rein mit den Partien. Und es sind zwei Partien. Manchester City gegen Atletico de Madrid. Und dort gibt es ein kleines Pack. Deswegen habe ich gesagt, über 70.000 Coins. Denn wir haben im Villarreal Bayern München Duell ein Pack im Wert von 25.000 Coins, und zum Abschluss, also diese beiden SBCs erledigt, ermöglicht uns noch ein Prime Goldspieler Pack im Wert von 45.000 Coins, und obendrauf gibt es dann halt noch das Prime gemischte Spieler Pack. Dann würde ich sagen, starten wir rein, und das sind die Bedingungen. Manchester City oder Atletico Madrid, braucht man mindestens einen Spieler aus demselben Land, Region mindestens 4. Drei Ligen werden benötigt, seltene mindestens ein Spieler, Teamgesamtbewertung 79 und eine Teamchemie von 75. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt natürlich wieder 7 Tage nach Release Zeit, diese SBC abzuschließen, also nehmt sie euch auch. Okay, let's go. Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen, und somit kommen wir nun schon zur zweiten Partie. Und hier haben wir folgende Bedingungen: Villarreal brauchen wir mindestens einen Spieler und Bayern München brauchen wir ebenfalls mindestens einen Spieler. Vereine mindestens 5, 2 seltene Spieler werden benötigt, Teamgesamtbewertung 81 und eine Teamchemie von 80. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier auch noch einmal gemeinsam durch, und dann haben wir es geschafft. Let's go. Und damit haben wir beide SBCs erfolgreich abgeschlossen. Falls ihr diese Packs irgendwann mal geöffnet habt, ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht mir reinschreibt, ja, ob ihr vielleicht was Gutes daraus gezogen habt. Aber bitte warten erst, bevor ihr euch da an die Packs, ja, vergnügt. Macht absolut keinen Sinn, die jetzt schon zu öffnen. Okay, das soll es gewesen sein. Gerne Like, Kommentar da lassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier mir auf YouTube auch noch ein kostenloses Abo da lasst. Und falls ihr möchtet, könnt ihr mich auch gerne auf Twitch kostenlos abonnieren, würde ich nicht sagen, weil das Abonnieren wäre die Bezahlmethode. Das könnt ihr natürlich auch machen. Das sei natürlich für euch komplett freigestellt. Twitch Prime ist not a crime und für euch kostenlos in dem Fall. Nein, über ein Follow würde ich mich natürlich da auch sehr, sehr freuen. Und in diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.